Tore schießen ist beim Bambini-Fußball nach wie vor am schönsten. Doch der Württembergische Fußballverband lässt in dieser Saison bei den Kleinsten erstmals nach neuen Regeln spielen. Und dabei ist Fußball nicht mehr alles. Ein Teil der Halle wird bei Turnieren als Tummelzone eingerichtet. Hier können die Knirpse turnen, balancieren, klettern oder einfach mal in sich gehen. Wenn es dann ans Kicken geht, sind die Bambinis auf sich allein gestellt. Beim Spiel 3 gegen 3 ohne Torwart darf der Trainer keine Anweisungen mehr geben, einen Schiedsrichter gibt es nicht. Der Kicker-Nachwuchs soll spielen wie früher auf der Straße. Deshalb sind die Eltern auch vom Spielfeldrand auf die Tribüne verbannt. Verlieren kann beim neuen Bambini-Fußball übrigens keiner mehr. Am Ende gibt es für jeden eine Medaille und damit nur Gewinner.